Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Let's Play Modern Warfare 3 Multiplayer. Mein Name ist Warrior100Go und heute möchte ich mit euch über ein ganz aktuelles Thema sprechen. Und zwar am 22. September 2013, also nächste Woche Sonntag, findet nämlich die Bundestagswahlen statt. Ja, also ich sage gleich im Voraus, dies sollte keine Wahlwerbung für irgendeine Partei werden. Und ich werde auch in dieses Video nicht auf die Parteiprogramme eingehen. Deswegen ist es keine Werbung für irgendeine Partei, die antreten wird. Ich will einfach nur kurz euch dazu auffordern, geht wählen. Denn es ist euer gutes Bürgerrecht. Ihr müsst einfach daran denken, es gibt viele Menschen in anderen Ländern, die haben kein Recht zum Wählen. Sie können nicht ihre politische Meinung quasi durch diese Wahl ausüben. Es gibt natürlich auch Länder, die so eine Pseudodemokratie haben. Das heißt, ihr könnt wählen, aber die Wahlen sind eh manipuliert und die Regierung bleibt weiterhin an der Macht. Deswegen, wenn ihr schon das Recht habt zu wählen, dann geht auch wählen, sonst verschwendet ihr eine Stimme. Denn der Grund dafür ist einfach nur, viele Menschen glauben, dass sie, also anhand von Umfragewerten, bereits erkennen können, wer gewinnen wird. Das Problem bei den Umfragen ist nur, wenn die, sagen wir mal, 5000 Leute befragt haben. Dummerweise sind in diese 5000 Leuten 40% der Leute wirklich für CDU und nur 30% für die SPD. Aber es kann ja passieren, dass wenn man weitere 5000 Menschen befragt, dass die Sache dann komplett anders aussieht. Dann heißt es plötzlich 40% SPD und nur 30% CDU. Deswegen weiß man das vorher nicht so genau. Umfragen sind auch nur eine Hochrechnung und wie das funktioniert, werde ich jetzt nicht näher darauf eingehen, ist eine komplizierte Sache und ist auch hier nicht so wichtig. Also Umfragewerte sagen nicht aus, wer am Ende gewinnt, deswegen an die Leute, die gerne ihre Partei wählen wollen, aber diese Partei sieht momentan in den Umfragenwerten eher mies aus, aber geht wählen, ihr verschwendet sonst eine Stimme. Und manchmal kann diese eine Stimme sogar dazu führen, dass diese Partei, für die man, mit der man auch die gleiche politische Meinung teilt, plötzlich doch durch diese eine Stimme quasi die Mehrheit bekommt. Es kann eigentlich am Ende fast manchmal quasi nur um ein oder zwei Sitze gehen. Also es ist einfach wichtig, dass ihr gehen wählt. Und denkt auch bei eurer Wahl auch an die Menschen, die in Deutschland leben, aber nicht das Wahlrecht haben, weil sie zum Beispiel, keine Ahnung, nicht deutsche Staatsbürger sind. Und die wollen ja auch ein schönes Leben in Deutschland haben und deswegen, wenn ihr wählen geht, dann ermöglicht ihr vielleicht auch diese Menschen eine bessere Zukunft, so wie ihr euch das vorstellt. Deswegen nehmt euer Stimmzettel und geht einfach sonntags wählen. Die Wahllokale sind, glaube ich, von 8 Uhr bis abends 8 Uhr auf. Ich meine, es kostet nicht mal allzu lange Zeit. Ihr müsst noch hingehen. Je nachdem, welchen Wahlkreis ihr habt, dann müsst ihr vielleicht 5 Minuten anstehen und dann ein paar Kreuzchen machen. Das dauert maximal, wenn man das mit dem Anstehen von 5 Minuten nicht mitzählt, das dauert maximal, keine Ahnung, eine Minute oder so. Deswegen geht wählen, ich gehe auch wählen.
Das wollte ich jetzt nur mal in diesem kurzen Beitrag sagen. Wie gesagt, denkt an die Menschen, die nicht wählen dürfen. Also, das war's eigentlich schon. Bis zum nächsten Mal, ne?